Am 13. Jänner dieses Jahres wurde im 21. Bezirk im Machfeldkanal zunächst ein abgetrennter linker Fuß eines Menschen von einem Fischer herausgefischt. Der hat natürlich sofort die Polizei verständigt. Und für uns war natürlich klar, dass es sich hier um ein Kapitalverbrechen handeln muss. Und wir seitens also des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamtes haben also dann auch sofort mit den Ermittlungen begonnen. Der Fokus war im Wesentlichen auf zwei Dinge gerichtet. Zum einen galt es natürlich, dieses Gewässer nach weiteren Leichenteilen abzusuchen. Und wir haben also hier mit der Wasserpolizei, mit den Einsatztauchern der Eco Cobra und auch natürlich mit entsprechenden Polizeihunden dieses Gewässer abgesucht in den Folgetagen und konnten dann auch noch weitere Leichenteile finden und bergen. Und auf der anderen Seite haben wir uns natürlich schon bevor die Identität des Opfers festgestanden ist, uns sämtliche bedenkliche Abgängigkeiten genau analysiert und sind dann also mehr oder weniger ziemlich zeitgleich zu einem möglichen Opfer gekommen. Die Leichenteile wurden natürlich entsprechend in die Gerichtsmedizin verschafft und aufgrund also der DNA-Untersuchungen und des entsprechenden DNA-Auswertungen ist dann als Opfer ein 45-jähriger iranischer Staatsbürger, der also in Wien gelebt hat, identifiziert worden. Und das war also auch genau derjenige Abgängige, der uns auch in unseren Ermittlungen hier entsprechend als äußerst bedenklich eingeschätzt wurde. Die Abgängigkeitsanzeige dieses 45-jährigen Iraners war also eben am 15. November des vergangenen Jahres von seiner Familie, von seiner Ex-Frau bei der Wiener Polizei eingegangen und wurde als abgängig gemeldet. Und aufgrund der Aussagen der Angehörigen wurde die Abgängigkeitsermittlungen auch sofort vom Landeskriminalamt, von der Kripo Süd übernommen und sie tatsächlich auch als sehr, sehr bedenklich eingestuft, weil das Opfer im Wesentlichen vom 15. November weg spurlos verschwunden ist, ohne mögliche Erklärung. Der letzte tatsächlich lebende Kontakt mit der Familie war ihm am 15. November, circa eben um 16 Uhr, wo es ein Videotelefonat mit seiner Mutter im Iran gegeben hat. Im Zuge dieser doch sehr intensiven auch Abgängigkeitsermittlungen sind doch für uns, für die Wiener Kripo, einige Personen in den Fokus gekommen, wo also gewisse Verdachtsmomente schon gegeben waren im Zuge also dieser Abgängigkeitsanzeige. Und unsere Ermittlungen konzentrierten sich dann im Wesentlichen auf einen Tatverdächtigen, auf einen 38-jährigen iranischen Staatsbürger, der ebenfalls in Wien wohnhaft ist und schon seit einigen Jahren auch in Wien lebt. Die Verdachtsmomente gegen diesen iranischen Staatsbürger waren im Wesentlichen aufgrund dreier Aspekte für uns gegeben. Auf der einen Seite hat es Geldflüsse gegeben des Opfers an diesen Tatverdächtigen, wo also für uns zumindest einmal ein finanzielles Motiv für die Tat wahrscheinlich war. Auf der anderen Seite hat es tatsächlich auch ein sehr verdächtiges Verhalten eben dieses Tatverdächtigen im Zuge der Abgängigkeitsanzeige gegeben. Die beiden Opfer und Tatverdächtige waren befreundet und gegenüber der Familie hat dieser Tatverdächtige eben versucht, das Verschwinden des Opfers kleinzureden beziehungsweise eben mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden auch zu rechtfertigen. Und wie wir dann im Zuge unserer weiteren Ermittlungen auch festgestellt haben, hat auch nach dem Tod des Opfers noch auch das Handy
des Opfers verwendet und hat Nachrichten an die Familie geschickt, die aber die Familie sofort erkannt hat, dass das also nicht vom Mordopfer stammen kann. Diese Nachrichten aufgrund einfach Formulierungen und der Äußerungen war für die Familie klar, dass das von jemand anderem sein muss, diese Nachricht. Und auch der Bruder des Mordopfers hat eben im Zuge eben seiner Abgängigkeitsanzeige auch gegenüber der Kriminalpolizei angegeben, dass also gewisse Verdachtsmomente gegen diesen Tatverdächtigen insofern bestehen, dass er auch derjenige war, der dafür ausschlaggebend war, dass das Mordopfer seine Arbeit, an und für sich seine Arbeit bei den Wiener Linien gekündigt hat, um mit ihm eben eine Transportfirma aufzubauen oder zu gründen. Ja, aufgrund dieser doch immer massiver werdenden Verdachtsmomente gegen diesen 38-jährigen Iraner haben wir also dann in den letzten Wochen sehr, sehr intensive operative kriminalpolizeiliche Maßnahmen und Ermittlungen durchgeführt, die auch natürlich entsprechend begründet und abgedeckt waren durch Anordnungen der Wiener Staatsanwaltschaft, wo ich mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken möchte bei der Wiener Staatsanwaltschaft, die uns auch wirklich sehr intensiv unterstützt haben, beziehungsweise wo die Zusammenarbeit wirklich vorbildlich war. Und ohne diese Maßnahmen ist auch dieser Erfolg nicht so schnell eintreten hätte können. Und in dieser Woche, eben am Dienstag, am 30. Jänner, hat der Tatverdächtige eben ein Verhalten gesetzt, das für uns schon die Vermutung nahegelegt hat, dass er eben flüchten könnte. Er ist eben auf der Bundesstraße 6 im Bereich eben Richtung Lahnder Theier, in Richtung auch tschechischer Grenze eben gefahren. Und das war also für uns dann Grund genug, hier entsprechend einzuschreiten. Und aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien haben wir eben dann diesen Tatverdächtigen am Dienstag in Mittelbach angehalten, das Fahrzeug und die Festnahme durchgeführt. In den vergangenen Tagen haben wir natürlich auch den Verdächtigen entsprechend mehrmals auch zu der Tat vernommen. Und im Zuge dieser Vernehmungen hat der Tatverdächtige ein umfassendes Geständnis abgelegt und hat angegeben, dass er eben am 15. November des Vorjahres sich mit dem Opfer getroffen hat, so zwischen 16 und 17 Uhr, und zwar in der Wohnung des Opfers im 13. Wiener Gemeindebezirk. Und er wollte ihn oder hat ihn auch zur Rede gestellt betreffend eines Geldbetrages in der Höhe von 9.000 Euro, dass das Opfer seiner Meinung nach ihm unterschlagen hätte. Und im Zuge dann dieses Streitgespräches ist es dann auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, zunächst zu einem Gerangel, und in weiterer Folge hat der Tatverdächtige das Opfer mit einem Latthammer mehrmals auf den Kopf geschlagen. Diesen Hammer hat er sich aber noch vor diesem Gespräch am Tag in einem Baumarkt gekauft und hat das auch im Zuge dieser Besprechung auch mitgenommen, Tatwaffe. Er hat also dann angegeben, dass er einige Tage vor der Festnahme diese Tatwaffe versucht hat zu entsorgen. Er hat sie im 18. Bezirk in der Ferrogasse auf einen Pritschenwagen abgelegt, auf der Ladefläche hinten, in der Hoffnung, dass dieser Wagen entsprechend natürlich auf eine Baustelle fährt und dort, wo diese Tatwaffe entsorgt wird. Diese Hoffnung war aber vergeblich, denn wir haben also gestern diese Tatwaffe, die Sie hier sehen, auch tatsächlich vorgefunden, weil eben dieser Pritschenwagen unverändert noch im 18. Bezirk gestanden und geparkt ist.
Wir haben natürlich auch in der Wohnung des Opfers entsprechende umfangreiche Tatortarbeiten durchgeführt, entsprechende Spurensicherungen durchgeführt. Und wir können sagen, dass die Wohnung nach der Tat grundsätzlich einmal sehr intensiv gereinigt und gesäubert wurde. Aber anhand der Angaben des Tatverdächtigen konnten wir dann doch auch entsprechende Blutspuren sicherstellen, die also eben einmal zu positiven Blutspurentests geführt haben. Die entsprechende DNA-Auswertung ist aber noch ausständig. Was die Zerteilung und die Verbringung des Leichnams anbelangt, hat sich der Tatverdächtige doch einige widersprüchliche Angaben in seiner Vernehmung gemacht. Und ob diese Angaben jetzt Schutzbehauptungen sind oder doch einer entsprechenden noch näheren Untersuchung bedürfen, das ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Und ich bitte Sie, Ihrem Verständnis, dass wir diesbezüglich auch keine weiteren Angaben hier im Zuge dieser Pressekonferenz dazu machen können. Ich darf Ihnen jetzt noch ganz kurz einen Überblick geben über den derzeitigen Stand des Verfahrens und wie es weitergehen wird. Ich möchte aber auch zunächst noch einmal betonen und festhalten, dass auch in diesem Fall es wieder der sehr, sehr guten Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft und auch der akribischen Ermittlungstätigkeit zu verdanken ist, dass der Beschuldigte so schnell ausgeforscht und auch festgenommen werden konnte. Die Staatsanwaltschaft Wien war seit Dezember 2023 eingebunden. Da bekamen wir den ersten Bericht über die Abgängigkeit des Opfers und haben zu diesem Zeitpunkt auch die ersten Ermittlungsanordnungen getroffen. So wurde zum einen die Wohnung des Opfers durchsucht, es wurden seine Handydaten ausgewertet, Kontobewegungen überprüft und diese Ermittlungsergebnisse haben dann in weiterer Folge nach Auffindung der Leichenteile sehr schnell einen konkreten Tatverdacht gegen eine bestimmte Person ergeben. Daraufhin wurden weitere Ermittlungsanordnungen erlassen, insbesondere zum Beispiel eine Observation oder auch eine Rufdatenrückerfassung. Und so konnte der Beschuldigte dann knapp 14 Tage nach Auffindung der Leichenteile bereits ausgeforscht und auch festgenommen werden. Der Beschuldigte befindet sich in der Justizanstalt Josefstadt. Die Staatsanwaltschaft Wien hat gestern Nachmittag die Untersuchungshaft beantragt. Über diesen Antrag ist aber derzeit noch nicht entschieden worden. Dem Beschuldigten wird das Verbrechen des Mordes zur Last gelegt. Die Strafdrohung hierfür beträgt 10 bis 20 Jahre bzw. lebenslange Freiheitsstrafe. Er ist bis dato unbescholten und hat sich, wie Sie schon gehört haben, voll inhaltlich geständig gezeigt. Als Tatmotiv werden finanzielle Gründe genannt. Zu den weiteren Ermittlungsschritten. Zum einen wird die Staatsanwaltschaft Wien ein Sachverständigengutachten zur Zurechnungsfähigkeit bzw. zur Gefährlichkeit des Täters einholen. Darüber hinaus werden Ermittlungen zur Verantwortung des Beschuldigten, zur Überprüfung seiner Verantwortung geführt werden, auch hinsichtlich des Tatmotivs. Und außerdem ist auch noch das Einlangen eines abschließenden Obduktionsgutachtens abzuwarten. Die Ermittlungen sind daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab. Vielen Dank.